Und da bin ich wieder zur zweiten Folge Singleplay. Ja, wir machen jetzt hier weiter auf der Map Puzzle Cube. Und das zweite Puzzle heißt The Sand Challenge. Und okay. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass man einfach den Sand so befördern muss, dass der irgendwann hier auf diese Druckplatte fällt. Muss man nur noch wissen, wie. Man. Da passiert schon mal gar nichts. So, da haben wir den Sand unten. So würde ich das jetzt machen. So, dann haben wir den hier. Passiert gar nichts. Dieses hässliche Regen, ey. Vor allem dieses Regen. Ja. Oh. So. Ich hoffe mal, dass ich jetzt keine Scheiße gebaut habe. Es sieht mir nämlich fast danach aus. Kommt man den da wieder zurück? Sieht fast nicht danach aus, ha? Sag mal, warum passiert denn bei manchen nichts? Ah, so. Ja, okay, so müsste man den Sand dann also dahin bekommen. Dann muss ich den Sand nur noch irgendwie da drauf bekommen. Das heißt. Nee, Moment. Hey, wie ist denn der jetzt wieder da hingekommen? Ich muss den Sand irgendwie da drauf bekommen. Nee, Moment. Nee, auch nicht. Nee, warte mal. Nein. Ja, so wird der ausgefahren. Dann darüber. Aber wie bekomme ich ihn denn darüber? Da drüben ist noch einer. Da. Wie kann man den denn aktivieren? Was habe ich jetzt gemacht? Moment. Liegt er da? Muss man ja richtig denken, du, ey. Scheiße. Wie habe ich den jetzt da rausbekommen? Hat mich gerade verarschen. So und so. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Und da sind wir wieder draußen. Wir können hier einen Hebel umlegen. Hier hinlaufen. Noch einen Hebel umlegen. Darüber hüpfen. Hier. Scheiße. Oh, nee, oder? Der hat doch gesagt, kein Parcours mehr. Wenn ich jetzt da runterfalle, ne, ich raste aus. So, jetzt bin ich schon mal oben. Puzzle 3, the end. Was schon? Hä, da geht Licht an. Hier werde ich wahrscheinlich zerquetscht, oder?
Nö. Okay. Ja. Ist eine gute Frage, was man da jetzt machen muss, ne? Nein. Da waren wir schon mal, ne? Ja, ich glaube, das ist die Scheißstelle mit dem Knopf. Wo man dann reinspringen musste danach. Was habe ich jetzt anders gemacht? Warum zieht mir das nicht rein? So. Hä? Ah. Was steht da? Warte. Dein Spielmodus wurde geändert. Ah, okay. Congratulations, you have completed the puzzle cube. Creative. Want to look inside the cube? Push the button above you. Okay. Yes, you may destroy everything now. Okay. So, jetzt bin ich im Cube drin. Okay, also ich muss sagen, das ist eine sehr kurze Adventure Map gewesen. Sehr kurze Adventure Map gewesen. Ich hätte mir da ehrlich gesagt ein kleines bisschen mehr erwartet. Als diesen Würfel hier. Muss ich ganz ehrlich sagen, der ist mir ein bisschen zu klein. Allerdings, diese Idee, die ist echt richtig gut, finde ich. Also, diese Idee, ein Puzzle mit so einem Würfel zu verbinden, das erinnert mich so ein kleines bisschen an God of War. An dieses Labyrinth da. Das sind ja auch ganz viele Würfel, wo man dann verschiedene Aufgaben drin machen muss. Und ja, also diese Idee hat echt Potenzial. Und da kann man echt was richtig Cooles draus machen. Allerdings, wie gesagt, mir war das ein bisschen zu kurz, aber echt gut umgesetzt. Coole Puzzle. Und ja, wollt ihr, dass ich das benote oder halt irgendwie Punkte dafür verteile? Dann, ja, ich würde, wenn ich Punkte verteilen würde, würde ich jetzt sagen, dass diese Map sagen wir 6 von 10 Punkte erreichen würde. Einfach, weil die Idee gut ist und es ist halt gut umgesetzt. Die einzigen Minuspunkte gab es halt durch das, dadurch, dass die so kurz war und dass ein Jump'n'Run drin war. Das ist ja eigentlich eine Puzzle-Map, da muss man nicht unbedingt einen Jump'n'Run noch machen. Ja, das fand ich ein bisschen blöd. Aber ich muss echt sagen, habe ich jetzt auch schon viel zu oft gesagt, coole Idee. Und Moment. Mit diesem wundervollen Knall, den es jetzt jeden Moment geben wird, verabschiede ich mich von dieser Adventure Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch mal eine Bewertung da, damit wir sehen, ob ihr mehr davon wollt. Dann machen wir halt Minecraft Adventure Maps, irgendwelche Let's Plays von irgendwelchen Spielen. Je nachdem, was ihr wollt. Ihr könnt uns auch gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Leckt ja zum Glück überhaupt nicht.